Yo, Tommy, sag mal, wie geht man eigentlich mit dem Hund spazieren? Ja, so ein Hund geht sich in den meisten Fällen leider nicht ganz von alleine spazieren. Gerade wenn es so heiß ist, geht das natürlich tierisch auf den Sack. Aber ich zeige euch jetzt, wie ihr dem Hund genügend Auslauf gebt und trotzdem ohne Schweißflecken auskommt. Bevor ihr das Haus verlassen, nehmen wir den Hund als erstes an die Leine. Wenn ihr das geschafft habt, begebt ihr euch zu eurem Auto. Hier befestigt ihr das Tier an einer für euch günstigen Stelle. Dann nur noch einsteigen, starten und dann fahrt ihr einmal gemütlich im Schritttempo um den Block.